Hallo Freunde und willkommen zurück beim Mass Effect 2 hier auf der Migrantenflotte oder Flottille. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Und wir wollen beweisen, dass Shepard hat Talisawa von den Admiralen gut gesprochen. unschuldig ist. Und ich werde hier dauernd von irgendwelchen Quarianern unterbrochen. Und wir Trotz aller wollen jetzt Anhörungen denkt die... Talisora als erstes an den Schutz der Flotte. Ja, eben. Sie ist unschuldig. So, Punkt aus Ende. Wir sollen die Alarai, das Forschungsschiff der Flottille, zurückerobern. Und Mein deshalb... Vater tot? Oder auf der Alarai gefangen? Mein Name getilgt? Wie konnten Sie mir das alles verheimlichen, Captain? Es tut mir leid, Tali. Befehl von Admiral Rahn persönlich. Ich durfte nichts sagen. Sie wollte, dass Sie auf die Alarai gehen. Sie sagte, der Admiralitätsrat müsse Ihre Reaktion sehen. Es hilft zwar sicher nicht, aber es tut mir leid. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Ja, wo fahrt ihr momentan erstmal hin? Wer entscheidet, wohin die Migrantenflotte fliegt? Oder so. Das ist eine kompliziertere Frage, als Sie vermuten. Das Konzil stimmt ab, wohin wir fliegen. Aber die Admiralität legt fest, wie wir sicher dorthin kommen. Piratengebiete umfliegen, die Versorgung planen und solche Sachen. Und der normale Quarianer hat nichts zu sagen. Sie haben damit wohl gar nichts zu tun, oder? Raya hat einen Vertreter im Konzil, wie jedes andere Schiff auch. Aber ich persönlich? Bei allem, was sich außerhalb meines Schiffes abspielt, habe ich nichts zu sagen. Wenn meine Crew mit den Entscheidungen nicht zufrieden ist, steht es uns jederzeit frei, die Flotte zu verlassen. Aber da die Raya etwa ein Drittel der Lebensmittel für die Flotte produziert, will man uns natürlich bei Laune halten. Sollte man durchaus tun, ja. So ein Drittel der Lebensmittelproduktion mal eben futsch. Wir haben ja schon in Stronghold gemerkt, das geht schief. Warum ist die Flotte jetzt hier? Ein System mit zwei blauen Giganten ist nicht gerade der gemütlichste Ort in der Galaxie. Zumindest nicht, wenn man einen Planeten sucht, auf dem man landen kann. Wir haben weite Reisen in die Tiefen des Weltalls unternommen. Ein Großteil der Flotte lädt hier mit photovoltaischen Solarzellen seine Energiespeicher auf. Wir betreiben bei einem roten Zwerg in etwa 6 Lichtjahren Entfernung eine Eismine. Das Zeug wird hierher gebracht und dann zu Wasser geschmolzen. Oder wir spalten es in Deuterium, Wasserstoff und Sauerstoff auf. Wenn ich jetzt wüsste, was die mit Deuterium, Wasserstoff und Sauerstoff anfangen. Okay, aber. Also das mit den von wegen, die Energiespeicher wieder auffüllen, ist ja schon mal intelligent. Warum wurden vor unserem Schiff Wachen postiert? Abgesehen davon, dass Ihre Crew zu Cerberus gehört, genau genommen steht es unter Quarantäne. Jeder unabsichtliche Kontakt zwischen den Schiffen könnte unsere Crew krank machen oder sogar töten. Ja, das wurde ja eigentlich auch letzte Folge schon von Tali so gesagt. Na gut, Wir reden wir später weiter, Captain. müssen auf die Alarai. So, das müsste... okay, nein. Moment. Wo muss ich hin? Captain? Tali? Nee. Wir reden später weiter, Captain. Ich wollte nicht mit dir quatschen. Ich habe nur aus Versehen Leertaste gedrückt, beziehungsweise ich habe Ich Leertaste hätte gedrückt, nicht um zu gedacht, dass sprinten. Menschen so gut... Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur, dass wir Seitigen von... Bla 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 bla. Wo soll ich jetzt hin? Achso, da hinten ist das. Ah, ups. Ich hatte im Kopf, dass das auch da hinten bei unserer. Talisora hat zwar einen Menschen als Captain, Naja, aber das ist ist halt in Richtung der Normandie liegt. So, dann gehen wir doch hier lang. Klopf, klopf. Überall Graffitis an der Wand. Ja, wahrscheinlich sind das einfach Beschriftungen, was wo ist, Talisora und aber. ihr Vater sind außer Kontrolle geraten. Sie tragen beide die Schuld daran. Schnauze. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können. Die sagen auch immer das Gleiche. Talisora was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Hat irgendwer eine Ahnung, was da los ist? Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass Sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Ich glaube, der Kerl hat sich da leicht verquatscht. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palisora. Kila Selai.
Das ist ein ziemlich großes Schiff. Ich meine, die Schiffe sind alle ziemlich groß, aber... So. Wir sollten am besten auf die Disruptor-Munition umschalten, weil wir wissen ja, Geth sind synthetische Wesen. Und den haben wir schon mal los. Dann bringt denen sogar der Schild nichts. Das ist ganz angenehm. Ja. Noch mehr. Alles kein Problem. Ja, der Jäger könnte ein bisschen angenehm werden. Aber auch der ist kein Problem. Also, easy. Easy going. So, ich habe sogar mal ans manuelle Nachladen gedacht. Ich bin stolz auf mich. Ich glaube, ich habe genau vor seinem Licht vorgeschossen. Das war nicht klug. Zu nicht gut. Erstmal ein bisschen loopen. Irgendetwas verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Rael Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Mit den ganzen Credits können die ja nichts mehr anfangen. Die Leute, die hier sind. So, wir konnten hier irgendwo ein Terminal hacken. Da, Quarianer-Lock erstmal. Was hat sich hier abgespielt? Wo müssten wir theoretisch lang? Dann wird das hier wahrscheinlich eher optional sein. Ich will ja natürlich alles mitnehmen. Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit sie es ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Ja, Analyse des Feindes. Sollte man vor einem Kampf immer machen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das so ein bisschen nach... die Methoden so ein bisschen wie illegaler Handel mit irgendwelchen Stoffen. Also Drogen und sonstigem. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten Sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als Sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorscher. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Ja, und jetzt haben Sie die größte private Flotte der Welt. Beziehungsweise halt... Flotte im Sinne von die größte Anzahl an Schiffen. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe... Oder dass Vater das alles wirklich getan hatte. Wir versuchen es rauszufinden. Erstmal, wie immer, wir brauchen Kohle. Das noch mit und mit Grün am Ende. Da. Perfekt. Wunderschön. So, 4200 Credits. Dankeschön. So, geht es jetzt da lang oder da lang? Ich glaube, da hinten geht es lang. Ja, ziemlich. Noch mehr zum Hacken.
Verdammt. Ja, wenn wir auf diese unautorisierten Zugrifffelder kommen, dann wird das, was wir schon gefunden haben, gelöscht, beziehungsweise zumindest eins davon. Ich weiß nicht, ob beide. Ich versuche es einfach zu vermeiden. Ne, verdammt. Das sah nur ähnlich aus. Dann nehmen wir doch das. So, was haben wir denn hier gefunden? Das ist wertvoll. Oh, Schildstärke. Nett. Nehmen wir mit. Okay, dann. Hier ist so wenig los. Also ich habe mit... Einer links von uns! Ach, ich wollte gerade sagen, ich habe mit mehr Gegnern gerechnet irgendwie. Wow. Du machst sehr komische Geräusche, Kumpel. Laptops. Finde ich gut. Geld für uns. Geld ist immer gut. Wir haben die Navigation runtergefahren. Genau wie die Waffensysteme. Unser Fehler wird die Flotte nicht gefährden. Wir schweißen die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Fiona, wenn du das siehst, sei stark. Für Daddy. Mami hat dich sehr lieb. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, um genau zu sein. Und das noch. Dankeschön. Einmal 4200 Credits für uns. Ich glaube, wir gehen hier nachher mit einer ganzen Menge Credits wieder raus aus der Mission. Das war nicht gut gezählt. Ach komm, ich hab doch Nachladen gedrückt. So. Ach komm. Einer ist der Link. Ja, und der nächste auch. Ach komm schon. Meine Güte. Ich meine, die Geth-Jäger halten ein bisschen was aus, aber irgendwie bin ich teilweise einfach zu doof, die zu treffen. So, einmal eben da die Munitionskraft wechseln. Danke, Tali. Dann können wir nämlich das schon mal nachladen. Sonst noch hier irgendwo Munition? Nö, ne? Schade aber auch. Okay. Können nur durch die eine Tür, auch wenn die, glaube ich, von beiden... Ja... Nee, doch nicht. Es sah so aus, als wären die Türen einfach beide führten zum gleichen Raum, aber war dann doch nicht so. So, du dahin und die letzten beiden noch. Dankeschön. Vor allem, es war ja immer so, dass wir die Anzahl der Credits, die wir in der Mission finden, von Cerberus dann nochmal zur Verfügung gestellt kriegen, was ich ganz angenehm finde. Mal gucken, wie viel wir da dementsprechend mit rausnehmen. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Wusstest du das? Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Das stimmt. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin. Aber wenn es stimmt,
Dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte ihr Foxy von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Sie haben einen Platz, wo sie hingehören, Tali. Geben Sie das nicht für einen unnötigen Krieg auf. Unnötig? Shepard, ich sterbe, wenn ich in meiner eigenen Heimat keinen Helm trage. Ein einziger Kuss und ich lande im Krankenhaus. Jedes Mal, wenn Sie mit bloßen Fingern eine Blume berühren oder ohne Luftfilter Ihren Duft genießen, tun Sie etwas, das mir verwehrt ist. Die Pilgerreise soll verdammt sein. Ohne Sie hätte ich nie erfahren, was mir entgangen ist. Was wir verloren haben, als uns unsere Heimatwelt genommen wurde. Ja, man kann aber immer noch andere Welten finden. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Na, ich weiß nicht, ich finde diese, ja, fast schon Besessenheit davon, die eigene Welt zurückzuerobern, es kann echt zu Problemen führen. Ach verdammt, ich dachte, ich treffe den Jäger. Ja, immer her. So. Moment, der... Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Die haben leider noch immer genug. So. Den weg. Der Jäger soll weggehen. Auf die Objekte, Shatika! Auf die Objekte! Da ist ja immer noch einer. Meine Güte, das sind aber mittlerweile ganz schön viele geworden. So, einmal nachladen. Die können wir auch nachladen. Und ganz viel Munition einsammeln. So, den Lock spielen wir gleich ab. Erstmal schnell noch das Medigear wieder auffüllen, was wir gerade verbraucht haben, den Laptop snacken und dann. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Geth haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ral Zora. Bis etwas schief gegangen ist. Vater! Nein. Nein, nein, nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos hey, wieder in Ordnung. Hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Tali, wenn du das hörst, bin ich tot. Die Geth sind aktiviert. Ich habe nicht viel Zeit. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse
sie keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Helm Garrel und Darok Sen die Daten sehen, sie müssen. Danke, Dad. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Definitiv. Wir müssen, glaube ich, da oben lang. Ja, das heißt, wir gehen erstmal da rein. Haben schließlich noch ein bisschen Zeit. Und ganz viel Loot. Und Loot ist wichtig, wir wissen ja, wir brauchen Geld. Wie immer. Du warst da. Du, ne? Genau. Die zwei und die letzten beiden. Damit hätten wir die 1500. Und da hinten 2700 nochmal für uns. Das ist doch ganz nett. Na Quatsch. So, die beiden waren da. Das war da. Und dann die letzten beiden noch. Dankeschön. So. Dann geben wir doch den Geth mal den Rest. Da ist ein ziemlich großer Geth. Links! Na, ja, rechts auch. Schneller als Chatika Raskos. So. Dann gucken wir mal, was der Geth-Kommandant denn so kann. Jetzt nichts mehr. Heieiei, der war trotzdem ziemlich groß. So, auch Beweise beschaffen. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Viele dürften ja nicht sein. Es sind einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali daraus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden Sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Naja, aber das beweist deine Unschuld, Tali, und dein Vater kann mit Unschuld nichts mehr anfangen. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Trotzdem, wie gesagt, dein Vater ist tot, so leid es mir tut, aber da können wir nichts dran ändern. Und das, ich meine, er hat es ja irgendwo, ne, es war ja alles in guten Absichten. Raya Zora hat von ihrer Fürsorge nichts mehr.
Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Vor allem, weil die dann das Schiff hier in die Luft jagen wollen. Naja, wir gucken mal. Und ich bringe den Prozess zumindest noch diese Folge zu Ende. Wobei, es ist jetzt schon 25. Ich wollte eigentlich auf der Normandie wieder Schluss machen, damit ich noch ein bisschen die Galaxie erkunden kann, aber vielleicht schaue ich das nach der nächsten Folge. Dann mache ich doch jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, und wir sehen uns morgen wieder beim Mass Effect 2, wenn wir dem Admiralitätsrat die Beweise vorlegen und gucken, ob wir Tali Zoras und Ryle Zoras Namen reinwaschen können. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat, und wir sehen uns. Ciao.